Wonder, sein Lied Master Blaster, eine Reggae-Hymne auf das Miteinander aller in Frieden, das gemeinsame Feiern des Lebens. Das ist genau die Philosophie, mit der unser heutiger Gast durchs Leben geht. Der Tänzer, Schauspieler und Choreograf Eugene Boateng, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Festsaal Kreuzberg in Berlin. Ich bin Max Mutzke und das ist die beste Band, die ich heute finden konnte. Die Lebensliederband. Mikey, Sebi, Tobi, yeah. Damn. Eugene Boateng, ich finde es so schön, dass du da bist, dass das geklappt hat. Ach, ich danke, dass ich hier sein darf. Wow. Das Lied Master Blaster von Stevie Wonder, ja, das 1980 erschienen ist, ist 5 Jahre vor deiner Geburt rausgekommen. Das heißt, du bist in Deutschland geboren, 1985, und zwar in Düsseldorf. Was bedeutet dir dieses Lied von Stevie Wonder? Also ich habe das Gefühl, ich habe mein ganzes Leben lang, meine ganze Kindheit, meine Jugend, habe ich immer diesen Song gehört. Auf den ganzen ghanaischen Partys in Düsseldorf, da war immer wieder dieser Song. Und bis heute ist es irgendwie mein favorite Song so of all time, den ich immer wieder mal höre zu Hause. Und dann habe ich das Gefühl, ich bin wieder zu Hause, wenn ich den Song höre. Deine Eltern sind aus Ghana und dann sind nach Deutschland gekommen. Wie hat dich das geprägt mit, nicht zwischen zwei Kulturen, aber doch mit zwei Kulturen aufzuwachsen? Also ich sage mal so, für mich war das immer sehr selbstverständlich. So, ich habe zu Hause meiner ghanaische Kultur gelebt und sobald ich das Haus verlassen habe, war halt die Welt sozusagen offen. Das heißt, ich habe die deutsche Kultur draußen gelebt und zu Hause die ghanaische Kultur. Und heute laufe ich mit erhobenem Haupt rum und sage, ich trage das Beste von beiden Welten in mir. Jetzt, damit wir ein bisschen mehr über dich erfahren, also ich und auch das Publikum, haben wir einen Film für dich und für das Publikum zusammengestellt. Wer ist Eugene Boateng? Oh, wow. Ich bin afrodeutsch, ich bin schwarz, ich bin dunkelhäutig, nur nicht farbig. Damit kann ich nichts anfangen. Das sagt er über sich selbst, Eugene Boateng. Tänzer, Choreograf und Schauspiel-Shootingstar. 1985 kommt er zur Welt. Er ist einer von 8 Geschwistern. In Düsseldorf in der Kiefernstraße wächst er auf. Eine besondere Gemeinschaft. Menschen aus 45 Nationen. Hausbesetzer, Punks und Autonome leben hier zusammen. Mit 19 fängt er an zu tanzen, gewinnt Battles, Talentwettbewerbe und geht nach Berlin. Er nimmt Schauspielunterricht, bekommt kleinere Rollen. Mittlerweile ist er ARD-Kommissar. Für seine Hauptrolle in dem Film Borga wird er mit dem Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet. Ein Film, der viel über seine Community erzählt, über ein Leben zwischen zwei Kulturen. Wir waren arm, aber die Gemeinschaft macht mich reich, sagt er. I am Kojo from Ghana. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wow. Wie war denn die Atmosphäre bei euch zu Hause? Also wir waren zu einer Zeit, also wir sind nicht alle gleichzeitig groß geworden, ne? Wir waren zu einer Zeit, waren wir 8 Menschen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Und Thema war halt immer Disziplin, Respekt, Schule, Disziplin, Respekt, Schule. Wie muss man sich das vorstellen? War das total laut und umtriebig und alle hin und her gesprungen und Fußball gespielt in der Wohnung und so? Also das Ding ist so, für mich, ich habe dann später gemerkt, dass Stille für mich irgendwann zu laut war. Mhm. Weil ich es kannte, immer von Lärm umgeben zu sein. Ich stelle mir das mega vor. Wir sind 6 Geschwister zu Hause. Ich kann mir das vorstellen. Das ist einfach das Größte. Ich meine, dieser Familienzusammenhalt, den man da genießen kann, das gibt einem so enorme Sicherheit im Leben. Ja. Gab es denn eine Hierarchie unter euch Kindern? Gab es so den ältesten Bruder, der sagt, ey, räum mein Zimmer auf, sonst hau ich aufs Maul? Also sowas bei uns.
Also das Ding ist, wir hatten, also keiner hatte ein eigenes Zimmer, deswegen habe ich von niemandem, ne? Also ich musste niemanden, ja. Aber es gab eine Hierarchie, also je älter du warst, umso mehr hattest du zu melden und je jünger du warst, umso weniger hattest du zu melden. So. Und das wurde von unseren Eltern ganz klar hier vorgegeben und dann, wenn unsere Eltern weg waren, dann haben natürlich die Älteren das ausgenutzt. So, ne? Das bedeutet, wenn wir Essen bekommen haben, das heißt, wir haben so aus dem großen Topf gegessen und dann saßen wir halt die ganzen Kids drumherum. Und dann war halt damals immer so das Thema, wer kriegt das größere Stück Fleisch? Und das war natürlich immer der Älteste, der das größere Stück Fleisch kriegt. Und ich habe natürlich nichts bekommen, weil ich der Jüngere war. Und ja, also es gab auf jeden Fall Hierarchien, sagen wir so, ja. Hast du dich manchmal nach Alleinsein gesehnt? Ja, ich wollte auf jeden Fall allein sein. Vor allem wollte ich ein eigenes Zimmer haben. Ich wollte immer mal wissen, wie es ist, ein eigenes Zimmer zu haben und mal so die Tür zuzumachen. Was passiert, wenn du die Tür zumachst? Ich habe das immer bei meinen Klassenkameraden gesehen. Ich habe die besucht und dann hatten die ihr eigenes Zimmer. Und ich konnte einfach mit denen reingehen und wir konnten Super Nintendo zocken. Und keiner hat uns gestört oder keiner kam rein. Und das Krasse ist auch, die Eltern haben geklopft, wenn die reingekommen sind. Und ich so, was, deine Mutter klopft? Okay. Aber das Krasse ist, dass ich heutzutage, irgendwie bin ich so dankbar dafür, dass ich das nicht hatte. Weil ich bin bis zum heutigen Tage noch so nah mit meinen Geschwistern, weil ich konnte nichts verheimlichen. So, die haben alles mitbekommen, ich habe alles von denen mitbekommen und wir haben so eine intensive Freundschaft deswegen und ich glaube, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass wir nicht so getrennt voneinander waren und immer zusammen waren. Deswegen bin ich schon irgendwie dankbar dafür, dass wir nichts hatten, außer uns. Ich habe dann aber mitbekommen, dass eure Kindheit ganz tragisch überschattet wurde, als du 12 Jahre alt warst, von dem Tod deiner Mutter. Ja. Ich glaube so, also kein Kind wünscht sich das. Und mit 12 Jahren ist sie von uns gegangen. Ja. Du hast dir ein Lebenslied ausgesucht, was für diese Zeit steht. Song to Mama von Boys to Men. Mhm. Gab es dir in der damaligen Zeit schon Halt, dieses Stück? Dieser Song hat mir die Möglichkeit gegeben, zu trauern. Ja, deswegen ist es, das ist einer meiner Lebenslieder, ja. Ja. Taught me everything, everything you give me, I always keep it inside. You do the driving force in my life. There isn't anything, anyone it couldn't be, it just wouldn't feel right if you didn't have you by my side. And no one else can be what you have been to me, always be. You will always be the girl in my life for all times, mama. Mama, you know I love you. Yes, you know, mama. Mama, you're the queen of my heart. You love it is, yes it is, yes it is, yes it is.
my days. You're killing me right now. Alles, was du mir gegeben hast, trage ich in mir. Das sind Zeilen aus dem Stück. Was trägst du von deiner Mutter in dir? Ich glaube, die Liebe. Es ist, wie kann ich es erklären? Ich glaube, dass diese Positivität, Liebe, und ich glaube auch Empathie, ist das, was ich so mit mir trage oder in mir trage, was ich so mitgenommen habe oder was mir einfach mitgegeben wurde. Und ich gebe so jeden Tag, versuche ich mein Bestes, um das weiterzumachen und weiter zu fühlen und weiter so positiv zu sein oder positiver zu sein als gestern. Dieses frühe Erleben von Abschied und Verlust, hat es dir irgendwie bewusst gemacht, wie wertvoll das Leben ist? Boah, jeder Augenblick zählt. Also ich kann es, ich versuche auch, ne, also ich mag es nicht, mich mit Leuten zu streiten, weil ich immer denke, wenn wir uns jetzt streiten und wir gehen jetzt getrennte Wege, kann es sein, dass du und ich uns nie wiedersehen werden und wir werden nie wieder die Möglichkeit haben zu sagen, es tut mir leid. Hey, das war ein Missverständnis, es war nicht so gemeint. Und trotzdem schaffen wir es, wütend schlafen zu gehen. Und das frustriert mich, wenn ich das Gefühl habe, ich gehe gerade mit Wut schlafen oder ich gehe so mit ungeklärten Verhältnissen schlafen. Who knows, ob wir morgen wach werden, aufstehen und ob der Tag weitergeht, ob das Leben weitergeht. Das wissen wir nicht. Welche Rolle hat dein Vater gespielt? Mein Vater ist mein Vorbild, war immer mein Vorbild und ist immer noch mein Vorbild. Mein Vater war wirklich sehr, sehr streng. Er war ein Soldat und hat mich halt wie ein General erzogen, so, weißt du? Deswegen auch immer Disziplin, Schule und ne, all die Respekt und so weiter und so fort. Und hat mir aber so viel mitgegeben, dass ich auch bis heute so ein Mindset habe, immer weiterzumachen, immer Gas geben, immer, ich habe da ein Ziel, ich will das erreichen, gebe alles dafür und mach extra Stunden, go for the extra mile, geh und hol es dir, so, weißt du? Und das ist, ja, das hat mir mein Vater mitgegeben. Das Lied, das du mit deinem Vater verbindest, Freedom von Beyoncé. Ja. Ich glaube, wir würden es einfach mal spielen. Freedom. Yes. Oh, wow. Und hör dir die Band an. Telling these tears go fall away. Oh, am I the last one burning to flames, yeah. Freedom, I can move, freedom, I can lose, yeah. Freedom, where are you?
Schön. Wow, danke sehr, danke sehr, danke sehr. Nochmal großen Applaus an die Jungs. Wow. Wow. Ein sehr kämpferisches Lied. Ja, 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 ja. In dem ja. es um Empowerment und innere Freiheit geht. Yes, 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 yes. Die Straße, in der du aufgewachsen bist, das ist die Kiefernstraße in Düsseldorf. Was ist das Besondere an der Straße? Also das Besondere erkenne ich auch erst jetzt so, ist die ganzen verschiedenen Menschen, die dort gelebt haben. Es war so, ich bin mit einer Selbstverständlichkeit groß geworden, mit Sintis auf der einen Seite, mit Marokkaner, mit Mazedonen, mit ganz vielen Ghanaern, mit Türken, Arabern, mit Deutschen, mit allem, Griechen, Italiener, alle waren da und wir sind halt gemeinsam groß geworden und wir haben in einem Dorf gelebt, weil ich war bei all diesen Leuten auch essen. Und sie waren alle bei mir essen. Das heißt, irgendwo bin ich in jede Kultur eingetaucht, sie auch alle bei mir so eingetaucht. Und wir sind so ganz selbstverständlich damit groß geworden. Das heißt, Rassismus in dieser Straße gab es überhaupt nicht? Also, sagen wir es so, natürlich gab es irgendwo Rassismus. Und das war am Anfang so, das gab dann immer so Territorium musste man so ein bisschen verteidigen. So, ne? Es gab halt eine Ecke, da waren nur die Sintis, es gab eine Ecke, da waren halt nur die Ghanaren. Und dann war eine kurze Ansage, so, okay, wer regiert hier die Straße? Und dann gab's halt eine Schlägerei. Und irgendwann war man halt Freunde. So, und dann gab's keinen Rassismus mehr. So einfach war das. Das hat sich, umso älter du wurdest, auch immer mehr aufgelöst. Und das ist verrückt, weil es heißt ja auch Fremdenhass. Und man sieht ganz genau, vor Fremdem ist oft entsteht der Hass. Ja, aber wenn man sich dann kennt und sich in die Augen geschaut hat, ist das einfach der andere Mensch, der Nachbar. Fertig. Du hast irgendwann angefangen zu tanzen. Ja. Und zwar ganz alleine, so autodidakt. Ja. Wie kam das? Boah, wie kam das? Ich war halt früh in Clubs, ne? Und ich habe halt die ganzen Leute tanzen gesehen. Und dann gab es halt Battles in den Clubs und so. Und ich habe es irgendwie geliebt. Und ich glaube, es war auch so, ich habe nach einem Weg irgendwie gesucht, so mit diesen ganzen Emotionen, die in mir waren, irgendwie klarzukommen. Ja. Ich habe früher so in der Schule halt immer so Briefe geschrieben oder so Gedichte so rumprobiert, so zu schreiben. Und als ich Tanz gesehen habe, dachte ich, boah, was die da machen, ist geil, das will ich auch machen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, alles klar. Das war dann so Neujahr und ich so, okay, dieses Jahr werde ich tanzen. Ich werde trainieren. Und dann habe ich mir wir hatten so einen Ghetto-Blaster zu Hause und das habe ich dann mit so einem Verlängerungskabel dann hoch in den Dachboden so gebracht, in unseren Speicher. Mir so ein, vom Sperrmüll mir so, ein, so eine Schranktür geholt mit so einem Spiegel dran. Und dann habe ich einfach Musik angemacht und geguckt, was der Körper so macht. Wie viele Stunden hast du da trainiert? Ich glaube, ich habe Minimum 4 Stunden am Tag trainiert. Dein Antrieb dazu, das zu tun, war das schon so ein Antrieb, ich will hier nicht wohnen, mit Tanzen kann ich erfolgreich werden, ich könnte irgendwo auftreten, damit Geld verdienen, oder war ein Streben nach Erfolg gar nicht der Beweggrund, das zu tun? Nein, ich habe wirklich nie dran gedacht, dass ich mit Tanz Geld verdienen will, sondern ich wollte mit Tanz mich frei fühlen. Und ich wollte der Beste sein. Wenn man sich deinen Weg anschaut, dann hat man den Eindruck, dass du es immer geschafft hast, dich selbst zu behaupten. Wie wichtig ist dir das denn, diese Selbstbehauptung? Ich glaube, ich habe so ein kleines Problem mit Dingen, die ich als ungerecht sehe. Ich habe als Kind oft das Gefühl gehabt, dass ich
ich werde nicht so richtig gesehen und nicht so richtig gehört. Und ich habe irgendwie als Kind gedacht, dann muss ich was dran, ich muss was dran tun. Also wenn mir etwas nicht passt, ich muss was dran tun. Musst du es in die Hand nehmen. Ich muss es machen. Ja. Also Selbstbehauptung ist ein wichtiger Gedanke. Damit kommen wir zu einem weiteren Lebenslied von dir. Mach's so von Megalo. Yes. Und warum Megalo und dieses Lied? Für mich ist dieses mich mit jemandem oder mit etwas identifizieren können so wichtig. Und ich habe als Kind habe ich so sehr danach gesucht und bin halt jetzt so getrieben, für die Kinder zu sein, was ich mir damals gewünscht habe. So, und ich möchte halt, wenn ich jetzt tanzen gehe und ich will halt gewinnen, damit halt die Kids sehen, okay, Eugene hat gewonnen, ich kann das auch machen. Okay, ich muss Schauspielerei, ich will das und das, ich muss eine Hauptrolle kriegen, ich muss das erreichen, damit die Kids sehen, okay, Eugene hat es geschafft, ich kann das auch machen. Und dann entsteht Hoffnung und Glaube so im Kopf. Und man hat halt immer Zweifel und man guckt um sich herum und man sieht halt die Ratten und Kakerlaken und denkt so, ey, kann ich das wirklich machen? Kann ich wirklich dahin kommen? Kann ich das schaffen, was derjenige irgendwie geschafft hat? Und dann aber auch trotzdem, okay, wieder den Gedanken loswerden, weitermachen. Und dein Vater hört man da? Mein Vater, ganz klar. Und dann habe ich habe dieses Jahr einfach den Deutschen Schauspielpreis gewonnen. Das ist unglaublich, ja. Das ist zu krass. Das ist unglaublich. Und ich denke, Wahnsinn. Wie oft hatte ich diese Zweifel, wie oft wollte ich aufgeben, wie oft habe ich Nein gehört, wie oft hat man gesagt, Eugene, nein, danke vielmals, Casting, nee, du bist es nicht, nein, du bist nicht gut genug, nee, das wird niemals funktionieren und. Aber ich habe einfach immer gemacht. Wahnsinn. Und als ich dann irgendwann so einen Zeitungsartikel hatte in der Zeit und wir haben uns das angeguckt, meine beste Freundin und ich, wir gucken uns das so an und dann zeigt sie mir den Song und sagt, ey, ich muss bei dem Song irgendwie an dich denken. Und ich höre mir den Song an, ich denke so, ey, das ist mein Song. Das ist mein Song, der beschreibt komplett das, worum es geht. Also mach so. Dann mach, also ich hätte den ja sehr gerne gesungen, aber ich dachte mir, warum ich, wenn er da ist? Meine Damen und Herren, hier ist er, Megalo! Hätte das gedacht, Bro? Wir zusammen auf einer Bühne, wir zusammen ein Video, nur Moves. Was geht? Ey, ey, wer hätte je gedacht, Bro? Früher ging nix, heute geht es ab, yo. Sie sagten, das wird nie was, ich sag, ach so. Zieh an ihm vorbei, check den Tacho. Alle sagen, mach nicht, doch ich mach so. Scheine in die Kasse, kein Inkasso. Pineapple Kusch, Blue Gelato. Frauen stimmen für die Atmo. Ey. Keine Perspektive, doch wir schaffen das. Alle heulen rum, doch wir lassen das. Sich zufrieden geben, nie, was denn das? Ich bin nur zufrieden mit dem, was ich mach. Alle wollen mitreden, lass ich mach. Es war lange still, doch jetzt mach ich Krach. Höre keinen Hate, hör nur Quack, Quack, Quack. Ich schnapp nicht ein, ich schnappe zu, sap, sap, sap. Früher immer Reis mit Sardinen. Das Leben schmeckt jetzt gut, Baby, Eis und Pralinen. Es war lange dunkel, doch der Schein ist erschienen. Ich grinde viel, keine Zeit, nimm Termine, ey. Heute alles Bio, früher Instant. Gebe einen aus, weil wir in sind. L für Lektion, immer Win-Win. War ein weiter Weg, aber sind drin, ey. Wer hätte je gedacht, Bro? Früher ging nix, heute geht es ab, yo. Sie sagten, das wird nie was, ich sag, ach so. Zieh an ihn vorbei, check den Tacho. Alle sagen, mach nicht, doch ich mach so. Scheine in die Kasse, kein Inkasso. Pineapple Kusch, Blue Gelato. Frauen stimmen für die Atmo. Ey, my man. Eugene Boateng. Du bist es, Bruder. Danke dir, Mann, danke dir. Deutscher Schauspielpreis. Borga, the movie. Mein neues Musikvideo oben, Bro. Danke, danke. Willst du dich kurz zu uns setzen? Sorry, ich habe nicht Hallo gesagt. Hey, freut mich sehr, dass du gekommen bist. Vielen, vielen Dank, vielen Dank. Bitte setz dich doch kurz zu uns. Krass, krass. Wahnsinn, ne? Das ist zu krass. Ihr wisst gar nicht, was ihr gerade mir anstellt.
guck mal, ne? Wir werden hier in Deutschland groß und so, suchen nach Personen, so, mit denen wir uns identifizieren können, so, und wir gucken halt die ganze Zeit nach Amerika. Irgendwann kommt dann der Song Rap ist Max Herre, Megalo, und ich denke mir so, shit, da kommt ein Bruder, der macht einfach Musik für uns. Du bist so krass, Mann. Megalo, darf ich dir was fragen? Was verbindet euch? Also erstmal, alles, was ich gerade Gutes bekomme, kann ich nur hundertfach zurückgeben. Du bist eine unfassbare Inspiration, du bist ein Vorbild, du bist einfach, du stehst da wie ein Fels. Du bist unverrückbar und das ist so wichtig, einfach so Junge, wichtig. Junge. Du stehst da, alle sehen dich, bam, Alter, so. Gotta deal with it, so. Danke dafür, Bro, dass du da so stark stehst. Ich weiß, wie schwer das ist, so. Und du machst es mit einem Lächeln, Bro, und das ist einfach unbezahlbar, so wertvoll, so wichtig. Ich habe vorhin ein bisschen hinter der Bühne auch gehört, so, ich hatte auch einen Drill Sergeant, bei mir war es die Mutter, aber wahrscheinlich gibt es da sehr viele Parallelen in der Erziehung auch. Einfach dieser Antrieb, immer noch mehr geben zu wollen, sich zu wissen, dass es einfach vielleicht nicht die gleichen Chancen sind und dass man sich wirklich einfach deutlich mehr anstrengen muss, um gesehen zu werden. Und aber trotzdem diese extra Meter auch zu gehen mit einem Lächeln, so, das, da gehört sehr viel Kraft zu. Und wie gesagt, ich bin dir sehr dankbar, dass du es machst. Schön. Ihr seid beide nicht nur füreinander, sondern für viele Menschen in Deutschland Vorbilder. Ist es das, worum es auch dir geht im Leben, ein Vorbild zu sein? Auch, ja. Immer mehr. Ich glaube, je älter ich werde und desto mehr man so sich selber quasi als Teil etwas Größeres, von etwas Größerem versteht, desto mehr spielt das eine Rolle. Also gerade jetzt Stichwort Kindererziehung, gerade irgendwie die Stellung vielleicht in der Gesellschaft, in der Kultur, Leute, die zu einem schauen und auch etwas reininterpretieren, vielleicht Hoffnung auch, also für die man mehr ist als sozusagen nur der Mensch, als der man sich täglich fühlt, und dass es sich einfach lohnt, stark zu sein für mehr als sich selber. Also es geht halt nicht nur um einen selbst. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank, Megalo. Nochmal wirklich schön. Ich danke. Was für eine Ehre. Schön, dass du hierher kommst. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Tschüss, mein Lieber. Krass. Ihr habt mich gerade so hochgenommen. Eieieiei. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die ich mag, weil wir in Windeseile mit ein paar Songs oder über ein paar Songs nochmal noch mehr von dir verstehen lernen. Mhm. Das ist die Plattenkiste. Ui. Wir haben hier ein paar Songs drin. Ui. So rum, entschuldige. Und ich hole jetzt mal einfach den ersten Song raus, um dem es geht. Oh. Burna Boy. You can put that on dread, run on it. Anything I said, I stand on it. In a private lane, I land on it. Hollywood and they call me back. Du sagst, dieser Song steht für Reisen für dich. Also er berührt dich auf jeden Fall. Ja. Du bist gerne unterwegs. Ja. Was bedeutet dir das Reisen? Ich brauche immer wieder meine Zeit, wo ich ins Auto steige und einfach losfahre. Und mir ist egal, wo es hingeht. Ich gebe meistens so ein Ziel ein, das einfach weit weg ist. Und dann fahre ich einfach los. Kommen wir zum nächsten Stück. Das ist Nickelback. How you remind me? Yes. Der Song kam 2001 raus, da warst du 16. Ich meine, das ist so die Zeit mit 16, wo das erste Mal ausgeht und mit Alkohol ein bisschen umprobiert und vielleicht noch mit mehreren Substanzen, die nicht ganz cool sind. Wie war es bei dir? Ich habe mit 16 habe ich ich glaube, mit 16 habe ich das erste Mal wirklich Alkohol getrunken. Es hat nicht lange angehalten, weil ich glaube, ich bin ein Control-Freak. Und ich habe keinen Spaß dran, betrunken zu sein. Hm. Und ich habe, also das schmeckt auch nicht. Deswegen habe ich ganz schnell damit aufgehört und seitdem trinke ich keinen Alkohol mehr. Aber ja, erste Annäherung auf jeden Fall. Da waren halt so, ne, dann geht man halt feiern und lernt halt Mädels kennen und so und will mehr. Nickelback hat da nicht geholfen. Also ich weiß, dass ich, also das gehört halt, ne, im Hin und Wieder kommen diese Kommerz-Songs, die mich dann irgendwie treffen und dann. Kann ich nachvollziehen. Und dieser Song hat dann eine Zeit lang, habe ich diesen Song krass gefeiert. Da kommen wir. Mary J. Blige, I love you. I know that in time I'll find someone.
Das ist ja ein Stück, was I Love You spricht klar für sich. Ich frage mich in Sachen Liebe und Herzschmerz, was für eine Rolle spielt Musik für dich da? Dieser Song war halt für mich so mein Favorite, weil ich wusste, bei dem Song können wir, ich kann da so ein Mädel treffen so und wir können kurz, das ist so ein Moment, wo wir alleine sind irgendwie im Club, aber es ist, das sind nur wir zwei, ne, bei diesem Song. Und ich weiß, dieser Song hat irgendwie für mich so eine, ich fühle den Song einfach so krass. Schön. Wir kommen noch zu einem Stück und zwar Usher. Ui. Ah yeah, mhm. Ui. Krass. Du hast gesagt, das war eine der größten Konzerterlebnisse für dich. Ja. Wo, wann warst du da auf dem Konzert? Hamburg, 9. Klasse, 14, 15, irgendwie sowas. Auf jeden Fall war ich dann auf dem Konzert und konnte es nicht glauben, dass ich wirklich Usher gerade auf der Bühne sehe und die ganzen Tänzer und oh mein Gott, was passiert hier, ganz krass. Und Usher war wirklich meine Inspiration zu tanzen. Weißt du was? Die Jungs haben sich den Beat drauf geschafft, damit du mal tanzt. Also das muss man doch einmal sehen, Leute. Danke, danke. Der wichtigste Film für dich, mit dem du den Deutschen Schauspielpreis bekommen hast, Borga. Es geht um einen jungen Mann aus Ghana, der nach Deutschland aufbricht, weil er glaubt, dass er hier das Glück findet und seine Familie zu Hause unterstützen kann. Das ist ja eigentlich so ein bisschen auch die Geschichte deiner Familie. Ja. Wollen wir mal einen Ausschnitt sehen? Ja. Komm mal. Opa, nee. Er kommt auf. Miss mit die Schäne so. Attika, Attika, Attipo, Attika, Attika, Attipo. Gedreht wurde der Film in Deutschland und in Ghana. Mhm. In der Sprache Twi. Mhm. Man spricht Twi. 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 Das. Denk Tschechien und dann denk ein W. Twi. Twi. Yes. Twi, okay. Ja. Das wolltest du so. Ja. Warum? Naja, ich wollte, dass der Film so authentisch wie möglich wird, so echt wie möglich wird. Das heißt, du sprichst die perfekte Sprache? Ja. Bist du oft in Ghana noch? Ja, ich bin jedes Jahr da, ja. Was macht das Leben da aus? Diese positive Energie, die Sonne, das Essen, die Musik, diese Leichtigkeit, diese Gelassenheit, der Drang nach Frieden, der Wunsch, dass es uns gut geht, dass wir miteinander gut auskommen. Wir sind ein Tribe. So, weißt du? Mhm. Und das genieße ich. Du bist einer der gefragtesten deutschen Schauspieler. Es ist doch das ist unglaublich, ne? Ich meine, wir haben darüber gesprochen, bist extrem geerdet. Wie erlebst du deinen Erfolg? Das ist so surreal. Das ist, wenn du das so sagst, bin ich erfolgreich? Weißt du, ich bin richtig froh und dankbar für die Menschen, die ich um mich herum habe. Und so die Menschen um mich herum machen mir immer wieder meine Realität so bewusst. Machen mir immer wieder klar, yo, du bist Eugen. Bist du noch da? Bist du immer noch da? Ja, bist du klar. Auf dem Boden? Bist du noch auf dem Boden? Weißt du? Komm mal ganz schnell wieder runter. Aber das kann ich sagen, das bist du auf jeden Fall. Das bist du sehr auf dem Boden und sehr geerdet. Und das ist sehr schön, auch berührend. Ich meine, trotz deines Erfolgs
hast du mal gesagt, mein Leben ist ein ständiges Hinfallen und wieder Aufstehen. Eieieiei. Woher nimmst du die Kraft, das immer wieder neu zu machen? Also gibt es eine innere Stimme, der du folgst? Die Stimme meines Vaters ist immer da. Ich bin ganz ehrlich, zum einen glaube ich, dass meine Mom immer mit mir ist, so, und ich spüre ihre Energie, das gibt mir Kraft. Zum anderen habe ich Gott mit mir. Und das ist so, that's it. So, ne, so, wer kann gegen Gott? Tut mir leid, also, weißt du, was ich meine? So, und das gibt mir Kraft. Und ich weiß, dass er mit mir ist. Und ich weiß, dass ich, egal wie tief ich falle, dass es nie vorbei ist. Weil in dem Augenblick, wo ich meine Augen aufmache und noch bin, weiß ich, ich habe die Chance und die Möglichkeit, weiterzumachen. Also weitermachen. Wir kommen damit zu deinem letzten Lebenslied. Ja. Und zwar ist es ein Gospelstück, was ich sehr, sehr schön finde, von William McDowell. Es heißt I Give Myself Away. Warum? Ich habe Familie, ich habe Freunde, ich habe den Geist, ich werde beschützt, ich werde begleitet, ich werde angeführt. It's all good, lass los. Okay, und ich stimme zu und ich sage, okay, alles gleich, lass los, ich gebe mich. Es geht nicht um mich, es geht um viel mehr als mich. Deswegen, ich bin ein Teil von etwas ganz Großem und ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Nutze mich für die Idee, für den Segen, den wir für die Menschen haben. Ich hoffe, dass ihr das genauso empfindet, wenn wir dieses Stück jetzt spielen.
Oh Gott, das war gerade Premiere, ne? Shit! War der Hammer. Die letzte Frage, die ich dir stelle, das ist die letzte Frage, die ich jedem Gast stelle. Und es ist schön, das auch von dir beantwortet zu bekommen. Im kurzen Satz, auf was kommt es im Leben wirklich an? Am Ende geht es nur um die Liebe. Ich sehe es ganz genauso. Ich sehe es genauso. Und wir haben einen schönen Moment, weil wir, es ist eine Gospelnummer. Wir bräuchten eigentlich einen Gospelchor, den wir nicht haben. Aber wir haben so ein tolles Publikum. Und ihr seid angezogen wie ein Gospelchor. Meine Damen und Herren, das waren die Lebenslieder bei den Lebensliedern von und mit Eugene Boateng. Freut mich so, dass du da warst. Danke, danke schön. Eugene Boateng, Ladies and Gentlemen. I give myself.